Ich versuch's einfach mal, dann müssen wir aber schnell machen. Also, der zweite Grand Prix ist gegen König Kahuga. Gegen den da, genau. Ich, König Kahuga, ich werde dich schlagen wie Bongo-Trommel. Müssen wir das alles lesen? Na. Und Sieg ist das auch führen. Und du sagen jetzt. Genau. Großer Häuptling. Egal. Hier vergeht gerade zu viel Zeit. Das gibt's doch nicht. Alle kriegen Turbostart außer ich. Das ist doch geplant. So, dieser Champion werdet ihr sicherlich auch noch bemerken. Hat sich darauf spezialisiert, sich selbst zu schützen. Und ich spezialisiere mich darauf, an die Upgrades vorbeizufahren. Und das zweimal hintereinander. Ah. Ja, danke. Es reicht. Mein Gott. So wie er sich darauf spezialisiert, sich zu schützen, werde ich mich einfach darauf spezialisieren, nach vorn zu fahren. Und zwar ganz weit nach vorne. Weil es ist einfach besser, wenn ich hier schon mal ein paar Punkte sammle, wenn ich dann später Fehler mache, dann ist das gar nicht mal so dramatisch. Weil dann kann ich das immer noch ausgleichen mit den Punkten, die ich dann jetzt holen würde. Und ich krieg einfach keinen Boost. Wer hat den Boost? Ich will den Boost. Dort. Aber wir haben jetzt auch so viel Luft. Wir sind jetzt schon in der dritten Runde. Gehen in einen weiteren Warp und knallen gegen die Wand, während wir davor noch diesen Booststein geholt haben. Ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll. Das sind einfach Klötze. Und ja, wir kriegen gerade nichts an Boost. Dann stellen wir denen noch eine Falle. Das ist das Stärkste, was man von den Gelben machen kann. Das ist der Pharao und der bringt einen dazu, erstmal generell etwas langsamer zu fahren. Und auch, dass die Steuerung umgedreht wird. Das heißt, wenn man nach links fahren will, fährt man nach rechts. Und wenn man nach rechts fahren will, fährt man eigentlich nach links. Gut, wir verplempern jetzt gerade wieder unnötig Zeit damit, dass wir uns diesen Abspann anschauen müssen. Wir haben 30 Punkte, König Kahuka hat nur 20. Und im Grunde genommen ist das ganze Spiel eigentlich immer nur eine Fahrt, ob man jetzt schneller ist als der Champion oder auch nicht. Und die kriegen es wieder hin und ich natürlich nicht. Egal, dann sammle ich jetzt. Ah, schade. Dann, opa, muss ich erstmal schauen, was ich hier jetzt mache. Erstmal haben wir noch Zeit, weil die anderen sind noch ziemlich nah beieinander. Und ich würde jetzt gern, genau, das wurde mir jetzt weggeschnappt, dann nehme ich mir den und es wird geworbt. Es ist eigentlich so unmöglich, dass der sich die ganze Zeit nur mit den Schildern schützt. Dass der aber trotzdem die ganze Zeit vorne ist, weil der holt sich ja keinen Boost oder so. Der schützt sich allerdings auch die ganze Zeit nur einfach, wenn ihr das seht. Das nervt so tierisch. Okay, dann fahren wir dann hier vorbei. Du hast ja nichts gegen. Ach so, ein... Egal. Kann ich mich jetzt auch mal schützen. Das Blöde ist bei dem einfach nur, den kann man dann einfach nichts anhaben, wenn der die ganze Zeit diese Scheiße macht. Genau. Oh, geh weg. Ah, Mann, der soll damit aufhören. Egal. Das war jetzt die dritte Runde und wir haben auch das geschafft. Erster Platz. Und ich glaube, mit der Zeit wird es etwas knapp. Vielleicht muss ich das doch etwas schneiden. Ich weiß es noch nicht. Ich will es nicht hoffen. Ich werde es mir gleich einfach mal angucken. Und wenn ich es schneiden muss, dann werden wir gleich nochmal den nächsten Grand Prix dranhängen. Damit wir das zumindest etwas geklärter haben. Ich will den doch auch hinbekommen.
Na egal. Diese Strecke mag ich. Die ist, finde ich, schön gemacht. Ja. Es ist eine komplette Eiswelt. Und die ganzen Namen davon kann ich gar nicht alle durchlesen bzw. vorlesen, weil es lädt einfach zu schnell. Und ich kann nicht schnell genug lesen dafür. Aber bei dem Warp Tear muss man die ganze Zeit achten, wo man rauskommt. Das ist schlimm. Wenn man hier diesen Speedboost hat mit dem Flieger, mit den Flügeln, dann kann man auch etwas besser steuern. Für gewöhnlich. Eins, zwei, drei und nicht erreicht. Egal. Jetzt haben wir auch wieder genügend Zeit. Das werden wir wahrscheinlich auch ohne Probleme schaffen. Womit wir wahrscheinlich mehr Probleme haben werden, wird nachher die anderen Stages werden, also die anderen Grand Prix. Ja, spack ab. Seitenquerlage schief liegt. Und geschafft. Uah. Ihr müsst eigentlich noch eine viel ältere Stimme haben. Aber was selbst der König Kahuka gerade für einen Abstand zu den anderen hat, das ist schon übel. Ja. So, hiermit haben wir jetzt auch das letzte Rennen vor uns und ich habe den Turbo Boost geschafft. Das ist klasse. Und ich hoffe, das hält sich jetzt auch erstmal so. Das heißt, dass ich das nachher nochmal machen kann. Und los. Autsch. Ach, das ist so toll. Das ist so nostalgisch. Das ist so schön. Und ich hoffe einfach, dass ihr genauso viel Spaß an dem LP haben werdet wie ich. Ach, herrje. Vor allem, es sind diese ganzen Kindheitserinnerungen von damals. Die ganzen Spielereien von früher, auch hier die ganzen Teile, die zu bauen, oder auch die ganzen Probleme, die man hat immer noch. Vielleicht haben andere Leute die immer noch, ich habe sie nicht. Vielleicht habe ich ein paar doch mitgenommen, man weiß es nicht. Doch, ich habe was mitgenommen. Ah, und wir gehen in die letzte Runde. Ganz chillig noch am Anfang. Also gerade wird das LP am Anfang nicht so wahrscheinlich der Burner sein, weil hier noch nicht so viel passieren wird. Aber ich weiß, dass ich mich nachher so ziemlich darüber aufregen werde. Wow. Dass ich die ganze Zeit nicht näher komme oder dass der Champion so weit vorne ist. Oder sonst irgendwas in der Art. Ich weiß, dass irgendetwas kommen wird. Weil vor allem ich lasse mich so leicht und so, eigentlich vielleicht sogar auch schon so gerne aufregen. Geschafft. Der zweite Grand Prix ist geschafft. Und mit der Zeit haut das gar nicht mehr hin. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall schneiden. Egal. Jetzt werden wir erstmal gucken, wie wir unseren Sieg bestaunen können auf der riesigen Plastik 1 oder Kunststoff 1, was es sein soll. Egal. Und oh Wunder, was kriegen wir? Da. König Kahuka, Autobausatz. Genau. Herzlichen Glückwunsch, du hast Zugriff auf eine neue Runde. So, das hier wird der nächste Champion sein. Das ist, soweit ich weiß, wie man sieht, irgendein Mittelalter-Typ. Mittelalter-Typ. Ja, das reicht fürs Gedudel. Das nimmt nur unnötig Zeit weg und bringt mich wahrscheinlich auch dazu, das LP zu schneiden, was ich wahrscheinlich sowieso machen muss. Okay, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal bei Let's Play Lego Racers. Tschüss.